Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Schön, dass ihr auf unseren Kanal gefunden habt. Ja, wir zeigen euch heute, wie ein Tag bei uns am Wochenende aussieht. Wie er beginnt, seht ihr jetzt schon. Wir sind dann noch in unserem nicht renovierten Schlafzimmer. Genau, und irgendwann stehen wir auf, wenn der Kai uns weckt, und dann geht es erstmal ans Frühstück machen. Wir toasten Brot, kochen Kaffee oder backen Brötchen auf. Genau, und dann wird erstmal entspannt gefrühstückt. Am Wochenende startet bei uns der Tag eigentlich, ja, wirklich sehr entspannt. Wenn wir nichts vorhaben, dann lassen wir uns eigentlich bei allem Zeit. Und nach dem Frühstück wird dann, trotz dass Wochenende ist oder gerade eben weil Wochenende ist, natürlich auch ein bisschen Haushalt gemacht, weil wir dafür einfach ja die Zeit haben und die Ruhe und das auch zusammen machen können. Und hier seht ihr jetzt auch gerade, wie ich den Geschirrspüler ausräume und die Sachen abtrockne, und Philipp räumt die dann entsprechend weg. So geht es natürlich auch viel schneller zu zweit und macht unter Umständen auch ein bisschen Spaß. Natürlich wird der Geschirrspüler auch wieder eingeräumt, und bei uns läuft er eigentlich so ein bis teilweise zweimal am Tag, weil wir sehr, sehr viel kochen und sehr viel essen. Genau, und dann beginne ich die Küche sauber zu machen. Das passiert am Wochenende eigentlich meistens früh, also nach dem Frühstück. Wenn ich dann am Abend vorher das nicht mehr gemacht habe, weil ich es nicht mehr geschafft habe, weil ich zu müde war oder weil ich halt keine Lust hatte, dann wird die Küche halt früh erst sauber gemacht, also vom Kochen, vom Vorabend sozusagen. Genau, also eigentlich ist es mir lieber, wenn die Küche wirklich früh, sobald man reinkommt, sauber und aufgeräumt ist, aber so ist es auch in Ordnung. So, ihr seht jetzt natürlich, ich habe hier das Osternest von Karl, und zwar war das theoretisch der Ostersonntag, an dem wir das Video gedreht haben. Also ihr seht, es ist auch schon ein Stück her, und ich habe euch dann einfach nochmal mitgenommen, wie ich das Osternest versteckt habe, und zwar auf dem Balkon. Es war, glaube ich, nicht ganz so warm, aber trotzdem, das Wetter war in Ordnung. Und ja, wir haben keinen Garten oder sowas, aber haben halt die Möglichkeit genutzt, dass wir es auf dem Balkon verstecken konnten. Und keine Sorge wegen den Süßigkeiten in dem Osternest. Ihr wisst ja ungefähr, wie alt der Karl ist. Wir haben ihm das natürlich eingeteilt. Genau, so habe ich das mehr oder weniger unauffällig versteckt. Und dann haben wir erstmal mit ihm ein bisschen drinne gesucht, um ihm halt einfach so zu erklären, wie das mit dem Suchen funktioniert. Und er hat es ziemlich schnell, ziemlich gut verstanden. Ich fand das richtig süß und war sehr stolz darauf. Und dann hat er sein Osternest auch schon gefunden. Er hat sich sehr darüber gefreut, hat es ganz stolz mit reingetragen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das Ei dann direkt gegessen wurde. Auf jeden Fall habe ich dann danach noch ein bisschen sauber gemacht. Ihr seht jetzt hier, wie ich den Badmülleimer reinige. Ich kann mir vorstellen, dass wir an dem Tag generell einfach das Bad ein bisschen sauber gemacht und aufgeräumt haben. Und dementsprechend halt Müll runtergeschafft und dann in diesem Atemzug auch den Mülleimer gleich mal sauber gemacht. Genau, und da Wochenende ist und wir eigentlich nirgendwo so richtig hin mussten, habe ich mich dann auch erst, wie ihr jetzt gesehen habt, um 11 fertig gemacht. Mir ist es eigentlich schon wichtig, dass ich auch am Wochenende meine Haare mache und alles, weil ich mich da einfach viel, viel wohler fühle. Und es ist ja jetzt auch kein, also es dauert ja nicht ewig und so. Genau, hier habt ihr gesehen, Philipp hat sich auch nochmal die Haare gemacht. Und dann sind wir rausgegangen, also nur so spazieren bei uns im Viertel. Und zwar seht ihr da gerade, wie wir so Feuerkäfer uns angeschaut haben. Genau, als wir wieder drin waren, gab es dann Mittagessen. Ich glaube, das ist ein Auflauf geworden, so wie das jetzt aussah. Und Schupfnudeln. Ich weiß gar nicht, das sieht nach einer sehr spannenden Esskombination aus. Es ist leider schon ein ganzes Stück her, dass wir das gedreht haben. Deswegen kann ich euch nicht mehr allzu viel zu dem Essen sagen, aber es sieht auf jeden Fall lecker aus. Musik.
Ich nehme mal an, dass der Karl zu dem Zeitpunkt geschlafen hat und ich dann noch ganz entspannt ein bisschen Wäsche machen konnte. Klar, Philipp ist ja auch da, also der hätte ja auch aufpassen können, aber oft ist es so, dass ich dann die Zeit nutze, wenn der Karl Mittagsschlaf macht, um noch ein bisschen Haushalt zu machen. Hier seht ihr, wie ich die Flecken entferne aus den Sachen, beziehungsweise die Sachen vorbereite für die Waschmaschine. Und an dem Nachmittag habe ich die Zeit noch ein bisschen genutzt, um im Bus ein bisschen aufzuräumen und sauber zu machen. Ihr habt jetzt gehört, es war Ostern und da waren ja die Reiseverbote noch gültig, also wegen Corona. Und wir haben aber den Bus einfach provisorisch für, sobald man wieder reisen darf, fertig gemacht. Also alles sauber gemacht, durchsortiert und so weiter. Und das war einfach ganz praktisch so, dass wir da halt einen längeren Zeitraum nicht gereist sind und dann aber die Chance halt genutzt haben, um den Bus mal ordentlich sauber zu machen. Genau, hier seht ihr dann auch schon die fertige Wäsche. Die habe ich dann rausgestellt auf dem Balkon. Ich weiß nicht, ob die da noch ein bisschen Abendsonne vielleicht sogar abbekommen hat. War ja dann schon recht spät, aber das ist ja kein Problem. Genau, dann seht ihr zum zweiten Mal an diesem Tag den Geschirrspüler, wie er sauber ist und wir ihn ausrollen. Und Karl ist natürlich auch mal mit dabei. Oft geben wir ihm auch ein Handtuch in die Hand und er kann dann auch wirklich mit ausräumen sozusagen, kriegt dann die Sachen aus Plastik in die Hand, Brettchen oder sowas. So, und ist tatsächlich noch eine zweite Wäsche fertig geworden. Da es ja noch lange hell und warm ist, habe ich die dann auch rausgebracht. Ich glaube, an dem Tag war einfach unser Rhythmus dadurch, dass wir halt die Ostersachen versteckt haben und alles einfach ein bisschen verschoben. Ja, nach dem Abendbrot mache ich die Küche dann nochmal sauber. Es war ja Sonntag und damit ich wenigstens am Montag früh in die neue Woche mit einer sauberen Küche starte, habe ich das dann gleich an dem Tag nochmal gemacht. Ja, und dann sind wir schon am Ende des Videos und hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Video mit dabei.